Ich habe ja noch nicht geskillt, dass ich die im Laufen einsammeln kann. Deswegen. Das hält sich. Wir können auch ein bisschen zu Fuß gehen. So ist es nicht. Komm, der läuft jetzt weg, ne? Nein, hat geklappt. Also ja, er läuft weg, aber... Ich bin ein Profikiller. Nein, bin ich nicht. Das arme Schwein. Wortwörtlich. Und tschüss. Ich tue euch nichts. Und ja, ich weiß, dass ich mir schleichen muss, Leute. Aber... Das lernen wir noch. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Wollt ihr mich wirklich angreifen? Nein, wollt ihr nicht. Ich meine, ich kann dich töten, wenn du willst, aber... Das ist halt dann deine Entscheidung. Hier haben wir eine Quest. Okay. Aber erstmal werden wir die Penner da los. Ich meine, wenn ihr sterben wollt, kein Problem. Nein! Aua. Der hilft mir auch gar nicht. Bleib liegen. Ach ja. Kommt der? Mein guter Freund. Ja, die Quest ist hier. Die nehmen wir mit. Ey, überrenn mich nicht. Nur weil ich deinen Artgenossen erledigt habe. Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Na, wir können ja mal vorbeigehen. Ist ja jetzt nicht sehr weit entfernt, würde ich sagen. Und das hatte ich eh markiert, also von daher. Okay. Nehmen wir aber hier noch alles mit. Und wir brauchen noch einen Waschbär, ne? Eine Gans nicht. Einen Wächter könnten wir eigentlich mal übernehmen, ne? Aber brauche ich gerade nicht. Also soll jetzt gerade... Aber ich suche immer noch einen Waschbär. Waschi der Waschbär. Na gut, hier ist keiner. Deswegen gehen wir mal weiter. Waschi der Waschbär. Okay, ich höre schon auf.
Der soll immer in unserer Nähe bleiben, sonst hört er uns vielleicht mal nicht. Weiß nämlich gar nicht. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wow, ist das ein Stöhner. Ein Stöhner Sternenhimmel. Ein schöner Sternenhimmel natürlich. Nicht schlecht. Und dazu noch der Mond. Also das ist schon ein wirklich sehr schönes Spiel. Mit mehr CPU-Power wäre auch mehr möglich, aber... Nächste Generation, hoffe ich. Mit einem zweiten Teil. Ja, noch viel schöner und mehr aufwendig und was weiß ich. Erstmal speichern wir hier. Okay. Hi, Hüter. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm, trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Wähle eine Prüfung und ich erkläre sie dir. Okay. Was nehmen wir denn? Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Okay, versuchen wir das mal. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Okay, Graserücken. Passt. Passt auch. Ich denke, Graserücken. Hier haben wir noch einen Händler. Graser sind aber wo? Wächter. Graser. Okay. Ferne Behälter von Grasern. Oder sollen wir den markieren? Ja, komm, markieren wir den. Wir können mehrere markieren, das ist gut. Ha, 4 Stück sollten hoffentlich reichen. Weg damit.
Weg damit. Weg damit. Vier von zehn Behälter. Achso, die Zeit läuft. Mist, die Zeit läuft. Okay. Weg damit. Fuck. Weg mit euren Behältern. Ich habe noch eine Minute Zeit. Nur noch zwei Stück, vier Stück. Aber in einem, ne, gut, wir haben noch 15 Sekunden Zeit. Och Mann. Komm. Ach Mann, ich bin zu doof. Wir haben es geschafft. Für eine ne. Doch, für Silber reicht das. Vielleicht. Für Silber könnten wir es vielleicht schaffen, aber ich glaube nicht. Bronze aber auf jeden Fall. Weil die hauen ja ab. Das ist ja nicht so nett. Genau. Wie geht es? Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Das Problem ist, wir verlieren halt immer nur eins. 20 Minuten für Bronze. Okay, das können wir auf jeden Fall hin. Bleibt stehen. Vielleicht mehr mit Fallen arbeiten. Aber das ist jetzt eh egal. Find ich. Hi. Ihr sollt ruhig stehen bleiben. Weg da. Weg mit deinem Teil, habe ich gesagt. Weg. Danke. Können wir auch mal ein bisschen einsammeln, oder? Ich meine, wenn wir schon mal da sind, können wir die auch einsammeln. 20 Minuten schaffen wir zu 100%, aber... der Rest. Da ist der Rest vom Schützenfest. Okay. Immerhin das. Immerhin dann doch noch was geschafft. Ach so, die Zeit läuft weiter. Nee. Jetzt jagen sie mich. Nee, tun sie nicht mehr. Eloy. Wobei ich das verstehen kann. Ja, ich weiß jetzt, wie wir das schaffen könnten, aber... ist jetzt zu spät. Ach, dann wollte ich nochmal reingucken, was das ist. Kommt mit. Obwohl, ist eigentlich egal, bleibt da. Ciao, ich bin mal weg. Ich gebe die nur ab und dann lassen wir die Jagdgebiete erstmal sein. Solange, bis ich besser bin. Bei sowas. Können wir nachholen. Wenn es wichtig wäre. Das nehme ich doch mit. Die haben gesagt, 3 halbe Sonnen, oder nicht? Wobei, wir könnten ja jedes zumindest auf Bronze machen. Das sollte machbar sein. Komme ich da jetzt hoch? Weiß das jemand? Hier könnte man hochkommen. Ist ein bisschen schneller als sonst. Als sonst, genau.
Und Cola schmeckt besser als... Ne, warte mal. Und noch ist es kälter als draußen. Und Cola schmeckt besser als in der Dose. Ja, ja. Okay. Das erste Mal und sofort geschafft. Hier eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Warte mal, wie war das nochmal? Fragen. Wie war das nochmal? Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die Mächte... Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Ach, 3 Halbsonnen, okay. Dann kriegen wir das. Entscheide dich. Dann sollten wir das hinkriegen mit den Halbsonnen. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Sprengschleuder. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft.